Um 7 Uhr morgens finden wir uns im Bagan Sande Hotel zum Frühstück ein. Ein gutes Frühstück ist heute kein Fehler, denn wir müssen bei Kräften sein. Geht es heute doch mindestens 770 Stufen bergauf. Heute geht es zum Maung Popa, dem Heimatsitz der burmesischen Nats, eine Art Schutzgeister, zumeist Personen, die auf keine natürliche Art ums Leben kamen. Auf der Fahrt zum Maung Popa stoppen wir bei einem Dorf mit Palmenzuckererzeugung, wo sowohl Zucker als auch Bonbons und Schnaps hergestellt wird. Hier sehen wir, wie die Palmenfrüchte angezapft werden, um den Palmensaft zu gewinnen. Ein recht waghalsiges Unterfangen. Über Nacht, wenn es aufgehängt wird, sammelt man 4 Liter und ein halbes Kilo Zucker bekommt man dafür. Aus 4 Liter Kokossirup. Palmen. Ah, Palmen. Du bist im falschen Team. 4 Liter jeden Tag. Gestern Abend hat er gehängt. Er hat es gehängt und heute Morgen, ja, er bekam es. Das will ja nicht wirklich. Dann gesagt, das ist ja von den weiblichen Palmen und die Früchte und das ist von den männlichen Palmen. Typisch. Von den männlichen Palmen gewinnt man ja kein Palmen. Palmennuss? Ja, Palmen. Und die von den männlichen Palmen, ja, die bekommen ja nur Palmensaft, kein Früchte. Und das ist die Palmenstraußen. Ja? Mhm. Und wenn, das ist ja die Palmen. Da haben wir schon mal gegrillt, oder? Das haben wir gegrillt. Gegessen. Ja. Im Monja. Ja? Und das wird ja von vorne geschnitten. Ja, und dann ja mitgehängt. Aber beim Trinken, ja, man mischt ja dieses Jahr, es waren ja weibliche Palmensaft und männliche Palmensaft. So ist ja die gut, schmeckt gut. Das ist Sesam, schau. Okay. Aber schmeckt nach gar nichts, oder muss man erst rösten, dass es was schmeckt? Oder? Wahrscheinlich muss man rösten erst und dann schmeckt es. Das ist ja ungeröstet. Mit dieser Ochsenmühle wird mühselig Erdnussöl gewonnen. Erdnussöl. Zum Kochen auch? Zum Kochen und ja, zum Kochen, aber Erdnussöl heutzutage ist Erdnussöl teuer. Aber beim Salat, ja? Wenn man Salat macht, ist besser. Ja, Erdnussöl ist besser, aber für die Gesundheit. Kannst du geben. Was? Belohnung, was ist das? Ja, schau mal. Du bist brav. Du bist brav. Das ist so alles. Aber ich dürfe nicht starten. Nein, tust nicht. Dirigieren. Es geht eh nur mit Dirigieren. Die Taubenbohnen. Taubenbohnen, ja. Angebaut und nach den Enten, ja, sie bleiben hier. Und das sind Bohnen? Und das ist von diesem Baum. Und das werden die wie Erbsen verkocht? Ja, den Kopf. Kann man die im Wasser länger kochen, ja? Mhm. Und danach ja, mit Öl und ja, Zwiebel die ein bisschen ja, braten. Aha. Ja, ein bisschen braten und kann man essen. Lange. Und sie hat gesagt, das ist für die Gesundheit gut. Und ja, wenn man ja jedes Jahr einmal im Jahr dieses Erbsen wäre, ja, sollte ja die Krebs, ja, Krankheit, ja, beheilen. Das ist gut. Dann soll ich was mitnehmen. Ja. Die Palmen und ja, Clip Rice wird ja da der zwei Tage angelegt. Und danach wird ja cool. Dieser Flüssigkeit ja. In diesen Topf, im Tontopf gelegt. Und darauf ist ja die kalte Wasser. Und dann ist ja mit dem heißen, mit dem Feuer erhitzt. Mhm. Und dann auch ja, wegen das ja die kalte Wasser, ja, kommt dann aus. Da ist ja mit der Pipeline. Ja, da ja. Und dahinter ist wegen dem Fuß zu nachlegen. Und du, wenn er hat. Schön hat er. Ah, schön hat er. Einmal gebrannt ist ja die 40%. 40%? 40% Alkohol. Ja. Und zweimal ist ja die 90%. Oh. Da hat Prost drin. Du nicht das Ganze? Yeah.
Und was schmeckt der? Obstler. Wie Obstler? Wie Obstler, aber was für ein Herbert. Nein, aber trinkt ja kein Obstler. Obstler. Stark. Wie Obstler. Bei uns heißt es Obstler. Wir machen das aus Früchten. Bei uns gibt es aus Birnen. Ja. Aus Birnen, Zwetschge. Birnen, Marille. Zwetschge. Das schmeckt genauso. Obst. Schmeckt so. Stark. Ist genauso stark. Mhm. Cheers. Das wäre schon. Wir sind richtig in der Früh. Ja. Uhrzeit. 9:30 und schon am Saufen. Nur wenn wir etwas enden. Und das ist mit Tamarinde. Kannst du das ja probieren? Aber ist auch sehr süß, oder? Süß und sauer. Tamarinde. Ist schwer. Bei 1, also 1000, oder? Ja, 2000. Der Schnaps zeigt Wirkung. Nue und ich steigen in das falsche Auto ein, welches auch noch eine völlig andere Farbe hat als unseres. Aber jetzt geht es ab zum Mount Popa. Der längst erloschene Vulkan misst eine Höhe von 1518 Metern. Das Wort Popa leitet sich aus dem Sanskrit ab und bedeutet Herrin der Blume, weil der Berg mit Blumen, Heilpflanzen und blühenden Bäumen bewachsen ist. Mount Popa liegt 50 Kilometer südöstlich von Bagan. Er gilt als das Herz vom Myanmar und als urmütterlicher Berg, auf dem man Kraft und Weisheit empfängt. Bekannt ist er im ganzen Land, wie schon erwähnt, als das Zentrum der Nat-Verehrung. Um die auf der Bergspitze sitzende Pagode zu erreichen, heißt es nun also 770 Stufen zu bewältigen. Diese Herrschaften hier spornen uns tatkräftig an. In einer kleinen Zwischenstation kauft Nue Blumen, die sie oben Buddha opfern wird. Und weiter geht es mit dem beschwerlichen Aufstieg. Zum Mount Popa gibt es folgende Legende. Zwischen Mandalay und dem heutigen Bamo lebte ein junger Schmied mit enormen Kräften. Wenn der Schmied seinen Amboss schlug, erbebten der Palast und die Stadt in den Fundamenten, was den Prinzen zum höchsten Groll trieb. Er befahl, den furchterregenden Mann zu töten. Doch der Schmied wurde gewarnt und suchte in den Wäldern der Umgebung Unterschlupf. In der Zwischenzeit heiratete der Prinz die schöne Schwester des Schmieds. Er glaubte, dass er nun ihren Bruder nicht mehr zu fürchten bräuchte und ließ dem Schmied mitteilen, dass er ihn zum Gouverneur der Stadt ernennen wollte. Als der Schmied in die Stadt kam, packten ihn die Soldaten, ketteten ihn an den Stamm eines Sagerbaumes und verbrannten ihn bei lebendigem Leib vor den Augen des Prinzen und seiner Gattin. Diese wollte ihrem Bruder zu Hilfe eilen und starb mit ihm in den Flammen. Der Stamm des Sagerbaum aber brachte hinfort jeden Lebewesen dem Tod, das sich diesen näherte. Der Prinz ließ den Stamm fällen und im Fluss versenken. Doch der Baum schwamm auf den Fluten des Ayavadi, bis er an die Stufen der Stadt Tirupiyasattu gespült wurde, wo Jahrhunderte später das Königreich Bagan entstand. Dessen König ließ die Bilder des Schmieds und seiner Schwester in den Stamm des Baumes schnitzen. Ein heiliger Tempel war schon auf dem Gipfel des Mount Popa errichtet worden. Der Schmied war nun der Gebieter vom großen Berg und seine Schwester die Herrin mit dem güldenen Antlitz. Sie trägt stets schwarze Kleidung, weshalb Frauen in ihrer Nähe diese Farbe meiden sollten. Das ist ja sein Bett. Mhm. Und liegen auf dem Bett ja viele Geldscheine. Damit sie möchte auch viel Geld. Jetzt wollen wir uns aber noch die auf dem Plateau oben auf der Felsspitze errichtete Tempelanlage ansehen. Doch, nee.
Bruderfigur. Ja, ja. Diejenige für die Mächtigkeit. Für ihre Mächtigkeit und für die Hoheit. That you know. Diesen beiden hier bietet sich gerade ein lustiger Anblick. Nein, dieser Affe allein ist es nicht. Nue entdeckt einen Affen mit einer einheimischen Zigarre, einer Sevole. Ja. Hey, mein Sevole. Es wird aber Zeit, die Tempelanlage zu verlassen und sich wieder auf den Weg hinunterzumachen. Am Fuße des Berges werden vielerlei Wurzeln als Heilmittel, Orchideen, eingelegte Blumen, Obst, Sandelholz und vieles weitere verkauft. Nue und Doris schlagen bei ein paar Blumenzwiebeln mit. Niemand weiß, was im Endeffekt herauskommen wird. Wir spazieren noch ein wenig durch den kleinen Ort am Fuße des Berges. Wir besuchen noch das Popper Mountain Resort, welches in einem Naturschutzgebiet liegt. Das Resort bietet einen fantastischen Ausblick auf den Mount Popper. Wir sind wieder zurückgekehrt in unseren Bungalow im Bagan Sande Hotel. Hier erholen wir uns von der Kletterei. Gegen Abend geht es dann wieder nach Old Bagan, die Tempelanlagen besuchen. Viele der Tempel und Pagoden sind aufgrund der steigenden Touristenzahlen gesperrt worden. Der Sulamani-Tempel allerdings ist noch frei zugänglich. Der Tempel ist aus dem Jahre 1181 und der Name bedeutet übersetzt krönendes Juwel. Ein Wildbienenstock sorgt für etwas Unruhe. Von den bemalten Seitenwänden des Tempels ist leider nicht mehr allzu viel zu sehen. Da man auf den Sulamani-Tempel nicht hinaufklettern darf, verlassen wir ihn und machen uns auf die Suche nach einem anderen Tempel, von wo wir den Sonnenuntergang über Bagan genießen könnten. Wir werden zwar fündig, sind aber bei Weitem nicht die Einzigen, die den Sonnenuntergang hier genießen wollen. Wir entschließen uns, den Tempel zu verlassen, bevor es auch alle anderen tun. Und tschüss.
Dann kehren wir zurück in unserem Bungalow. Wir müssen uns vorbereiten für die morgige Fahrt nach Piumin.